Die Johanneskirche ist die älteste Magdeburger Pfarrkirche. Dreimal wurde die Johanneskirche zerstört. Doch jedes Mal wurde sie im Laufe ihrer über 1000-jährigen Geschichte wieder aufgebaut. Die im Zuge von Ausgrabungen freigelegte Krypta unter dem Mittelschiff offenbart die ältesten Überreste des romanischen Vorgängerbaus. Ein großer Stadtbrand zerstörte die Kirche im Jahr 1207. Der Wiederaufbau erfolgte als kreuzförmige, dreischiffige Basilika. Das Lutherdenkmal von 1886 vor dem Eingang der Kirche erinnert an den Besuch des bekannten Reformators. Am 26. Juni 1524 hielt Martin Luther in der Johanneskirche eine Predigt über die wahre und falsche Gerechtigkeit. Eine Ausstellung über die Reformation in Magdeburg befindet sich unterhalb der Westvorhalle. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges fällt die Johanneskirche der Zerstörung durch die Truppen des Feldmarschalles Tilly zum Opfer. Der Wiederaufbau dauert 38 Jahre. Der Magdeburger Bürgermeister und Erfinder der Vakuumpumpe Otto von Guericke wurde 1686 in der Johanneskirche beigesetzt. Eine Gedenkstätte in der Kirche erinnert an sein Wirken in der Stadt Magdeburg. Im Zuge der alliierten Luftangriffe wurde die Johanneskirche im Januar 1945 durch die Bombardements erneut erheblich zerstört. Zu Zeiten der DDR wurde die Kirche als Mahnort erhalten und deshalb im zerstörten Zustand belassen. Erst nach der friedlichen Revolution im Jahre 1989 erfolgte der Wiederaufbau der Kirche. Gegenwärtig ist die Johanneskirche eines der schönsten Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Konzerthäuser der Stadt. Die Aussichtsplattform im Südturm bietet einen wunderbaren Ausblick entlang der Elbe und über das Stadtzentrum.